Manchmal nehmen wir das Auto, um zu filmen. Und manchmal beamen wir uns einfach her. Das ist eine Wespenspinne. Man sagt ihr auch Zebraspinne oder Tigerspinne. Das Weibli, das wird etwa 2-3 cm gross und das Männchen nur etwa 0,5 cm. Also deutlich kleiner. Die haben wir das erste Mal in diesem Biotop entdeckt. Es hat Wasser in der Nähe und wir haben so schon im Wasser gesehen. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob sie einfach gerne in Biotop ist, wo Wasser rum ist. Hier sehen wir sehr gut, sie hat im Netz ein Zickzack-Muster, das ziemlich fest ist, reingewebt. Das ist, weil sie gerne Heugümper voll. Und wenn ein Heugümper reingumpert, dann kommt er natürlich mit Wucht. Und für die Wucht können auszugleichen, hat sie das Zickzack-Muster gemacht. Sie nimmt aber auch andere Insekten, Käfer, Schwebfliegen. Oh. Bananen. Ich habe es gerade vergessen. Also Bananen frisst sie nicht. Sie ist tatsächlich, nimmt sie nur Fleisch, also ist kein Vegetarier. Wir haben sie an verschiedenen Orten gesehen. Das ist noch im gleichen Biotop, einfach eine andere. Die hat sich eine Schwebfliege gefangen. Und die Schwebfliege, die lebt noch dort drinnen. Aber wie wir am Anfang gesagt haben, die haben keine Angst, sie haben keine Emotionen. Also, sie leiden nicht, sie haben auch keine Schmerzrezeptoren. Also sie werden auch keine Schmerzen haben. Hier sehen wir gerade, wie sie es tut. Sie sagen dem, glaube ich, Impfer, also sie tut einfach Gift hineinspritzen und das soll offenbar nachher sie innerlich auflösen, sodass sie es besser aussaugen kann. Also für uns Menschen ist sie absolut ungefährlich. Ja, sie kann mit ihren Werkzeugen unsere Haut nicht durchdringen. Da sehen wir das Männchen. Sieht also schon etwas anders aus als Dame. Etwas unscheinbarer. Also an diesem Tag war es wahnsinnig heiss. Wir haben etwa 2 Stunden lang gefilmt und Chips um Chip gefüllt. Unsere Speicherkarten sind voll geworden. Und wir haben gewartet und gewartet, was da passiert. Und er lutscht an seinen Beinen um und keine Ahnung warum.
Eigentlich sollte er einen Faden ziehen, das sollte die Zwiebel beruhigen. Er tut sich ganz, ganz langsam und vorsichtig nähern. Bei Spinnen ist es so, dass wenn er schnell würde kommen und sich nicht erkennen würde, oh, jetzt wird er noch gestört. Zack! Schaut. Das kann man nicht brauchen in dieser Situation. Eben. Und jetzt kommt noch einer. Eben Zwiebeln, wenn sie schnell bewegen, können sie auch ein Männchen fressen. Tatsächlich ein zweiter, der muss gehen. Sie ist begehrt, die Dame. Das ist eine hübsche. Ja, ja. Ja. Also die zwei leben gefährlich. Ich nehme an, er will den Boxkampf, also die Händchen hat er eigentlich schon an. Macht er echt das aus Verlegenheit? Oder warum macht er echt das an seinen Scheichen rum? Eben, wie gesagt, es war heiss und wir mussten nach 2 Stunden hören. Das hier ist eine Wiedejungfer. Wir sehen auch gemeine Wiedejungfer, aber das ist nicht, weil sie besonders bösartig wäre, sondern weil sie eine ganz normale ist. Sie war sehr geduldig und sehr fotogen und wir haben das natürlich genutzt. Es hat auch immer irgendetwas zu schnurren gehabt, keine Ahnung was. Wahrscheinlich, ich glaube kaum, was ich sehe hier. Sie warten sicher auf eine Beute. Also ich bin es nicht. Oder sie sagt, hau ab, keine Ahnung, was das hier bedeutet. Es sind exzellente Flüger. Also wenn man die Filme kann, wenn man sie neu scharf hat, am Ästchen, kann man dort den Apparat laufen. Wenn sie weggeht, kommt sie wieder Millimeter genau an gleichen Ort zurück. Hier sehen wir Greifwerkzeug hinterm Schwanz. Mit dem tun sie sich oben bei der Paarung festklammern. Das sehen wir dann in einem späteren Film noch. Was man hier schön sehen, ist Muskulatur. Jeder Flügel kann einzeln gesteuert werden. Und das macht sie sehr, sehr wendig in Luft. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.